Hallo Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute die Weihnachtszeit, die Weihnachtskartenzeit ein bisschen einleiten und möchte euch einfach verschiedene Karten nochmal zeigen, die ich euch letztes Jahr schon genau erklärt habe. Das hat einfach den Grund, dass ich dieses Jahr nicht so viele Karten und Verpackungen machen kann wie letztes Jahr, weil ich ja... Ja, wir bekommen Nachwuchs. Wenn ihr das Video seht, haben wir bereits Nachwuchs. Und da habe ich einfach ein bisschen weniger Videos wie letztes Jahr. Ich habe ja letztes Jahr diesen Adventskalender gemacht mit ganz vielen Verpackungen und ganz vielen Karten. Und das Tolle ist, dass ganz viele Produkte immer noch im Sortiment sind. Und ich zeige euch jetzt einfach die Karten, die ich letztes Jahr mit euch gemacht habe. Erinnere euch da zwar quasi ein bisschen dran und zeige euch nochmal, wie die ausgeschaut haben. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen eine gute Idee dabei. Also eine total tolle Karte ist zum Beispiel diese hier gewesen. Ich packe die anderen jetzt mal schnell auf die Seite. Ich verlinke euch die Videos. Ich kann nicht alle verlinken, weil es so viele sind. Aber ich habe eine Playlist gemacht, Playlist Weihnachten. Und da findet ihr alle Karten. Und sogar noch ein paar mehr als die, die ich heute zeige. Okay, also diese Karte ist eine ganz besondere Karte. Denn die kann man hier so komplett auseinanderbauen sozusagen. Also flach machen. Kann die dann verschicken mit der Post. Und der sie bekommt, kann sie dann wieder so auseinanderbauen oder aufeinander bauen und die kann man dann super hinstellen. Und das Tolle an der Karte ist natürlich auch, dass ihr die zum Beispiel auch mit einem großen Foto im Hintergrund machen könnt oder so. Oder eben wie hier mit der Nachtversion, dass ihr die ganzen Fenster der Häuser und der Kirche beleuchtet habt. Und wie das funktioniert, das habe ich euch eben in dem Video gezeigt und da könnt ihr gerne mal nochmal nachschauen. Also das ist wirklich eine Karte, die finde ich nach wie vor total klasse und ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Und das ist auch ein wunderschönes Stempelset, das es Gott sei Dank immer noch gibt. Also das ist die erste Idee für die Karte. Dann habe ich hier eine Karte, die mag ich auch total gern. Die ist mit diesem wundersüßen kleinen Rehchen gemacht. Da kann man quasi durchschauen. Das schaut ganz witzig aus, finde ich, als Effekt. Und wir haben hier im Hintergrund auch geprägt. Ist auch wieder eine bisschen aufwendigere Karte, aber eine sehr, sehr schöne Karte. Und genau, das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee. Dann habe ich hier eine Karte, die ist mit Embossing-Technik gemacht und die funkelt und glitzert richtig schön. Also das ist richtig schöne Weihnachtseinstimmung mit verschiedenen Farben jetzt erstmal, dass ihr schauen könnt, was euch besser gefällt. Wir haben hier auch die passende Stanze zum Stempelset, das es auch Gott sei Dank noch gibt. Und die süßen Lebkuchen gibt es natürlich auch noch. Und also ich mag die Karte auch total gern. Innen rein habe ich noch ein paar Schneeflocken gestempelt. Gibt ja jetzt ein ganz schönes neues Set mit Schneeflocken. Und ja, eine Funke-Glitzer-Weihnachtskarte. Dann habe ich hier eine Karte, da habe ich Weihnachtskugeln geprägt. Selber Weihnachtskugeln quasi hergestellt. Und das ist auch ein älteres Prägemuster. Das gibt es jetzt nicht mehr und auch den Spruch. Aber es ist vielleicht eine Idee für ein paar neue Produkte aus dem Katalog. Da gibt es ja auch diese Weihnachtskugeln und vielleicht ja, gefällt es einem trotzdem. Oder man hat natürlich noch die älteren Produkte und kann damit dann viel anfangen. Dann habe ich hier zwei coole Karten. Das sind zwei Schüttelkarten. Und auch hier habe ich euch ein Video gemacht und vielleicht ist das auch eine coole Idee für den einen oder anderen. Innen auch wieder gestempelt. Und hat auf jeden Fall auch einen coolen Effekt und jeder, der die bekommt, freut sich darüber und schüttelt ganz gerne da drin rum. Hier habe ich eine ganz, ganz schlichte Karte, die ist einfach weiß in weiß. Sehr schlicht, aber elegant, finde ich, mit der Schneeflocke im Hintergrund als Prägung. Also da kann man natürlich auch andere Prägeformen verwenden und die ist sehr, sehr schnell gemacht, aber trotzdem finde ich die wunderschön. Ich mag die wirklich total gern, weil sie einfach irgendwie total elegant ist. Und dann habe ich hier noch eine Karte, die ist auch wieder mit Embossing gemacht. Auch mit einem älteren Stempelset. Das gibt es leider nicht mehr, aber es gibt ja im neuen Katalog eben auch wieder neue Stempelsets, die dazu auch passen. Und vielleicht ist die Farbgebung ganz interessant für euch. Und ich finde die Karte auch ehrlich gesagt sehr, sehr schön. Ich mag die wirklich sehr gerne. Das ist jetzt, wie gesagt, nur ein kleiner Auszug aus meinen Weihnachtskarten. Und keine Angst, es kommen auch noch welche. Also ich bin jetzt schon sehr fleißig am Aufnehmen und natürlich mit den ganz neuen Produkten kommen jetzt dann ganz viele Karten. Aber das sind eben die bisschen älteren Produkte vom letzten Jahr. Der meiste Teil, den ihr hier seht, den gibt es auch noch. Und
Ich finde, da kann man schon mal ganz gerne reinschauen und vielleicht sich noch ein bisschen Inspiration holen. Also wie gesagt, ich habe euch die Videos zum Teil alle verlinkt oben rechts und die Playlist, da sind nochmal alle Videos drinnen und natürlich noch ein paar mehr und ganz, ganz viele Verpackungen, die ich letztes Jahr verlost habe. Also schaut da ruhig rein, vielleicht ist was Tolles dabei zum Verpacken, für kleine Geschenke für euch und eure Lieben. Ja, das war's von meiner Seite. Eine kleine Einstimmung auf die Weihnachtskarten, die jetzt dann folgen werden und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ah, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir natürlich gerne einen Daumen hoch da lassen und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal und ihr werdet immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Drückt dabei einfach diese Glocke, die neben diesem Abonnier-Button ist und dann kriegt ihr immer eine Nachricht. Bis zum nächsten Mal und schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Tschüss!